So, da bin ich seit langer Zeit mal wieder. Leider ohne besonderes Equipment, aber ja, Aussehen und Filmqualität hat ja nicht so eine Bedeutung für mich, vielleicht für euch auch nicht. Aber ich bin so bewegt, dass ich euch mal wieder etwas zeigen möchte, nämlich das hier. Vielleicht kennt ihr das, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich das Ganze hier zum Lesen, mehrfach von Neil Postman einiges, aber dieses Buch hier, das hat mich sehr beeindruckt und ich möchte euch daraus das erste Kapitel vorlesen. Deswegen schaue ich weder in die Kamera noch sonst irgendwas, sondern ich lese mit Einleitung allerdings das erste Kapitel einmal vor. Und zwar, ich mache das davor, so, ja, ich denke, das ist am besten, dann wisst ihr auch gleich, woraus gelesen wird. Also ein kleiner Auszug, ein Zitat aus Neil Postmans Wir amüsieren uns zu Tode vom Fischer Verlag. Einleitung. In banger Erwartung sahen wir dem Jahr 1984 entgegen. Als es kam und die Prophezeiung nicht eintrat, stimmten nachdenkliche Amerikaner verhaltene Loblieder an, auf sich selbst. Die Wurzeln der freiheitlichen Demokratie hatten gehalten. Mochte anderswo der Terror ausgebrochen sein, uns zumindest hatte Orwells Albträume nicht heimgesucht. Aber wir hatten vergessen, dass es neben Orwells düsterer Vision eine zweite gegeben hatte. Eine wenig älter, nicht ganz so bekannt, ebenso beklemmend. Aldous Huxleys Schöne neue Welt. Entgegen einer auch unter Gebildeten weit verbreiteten Ansicht haben Huxley und Orwell keineswegs dasselbe prophezeit. Achtung, Orwell warnt vor der Unterdrückung durch eine äußere Macht. In Huxleys Vision dagegen bedarf es keines großen Bruders, um den Menschen ihre Autonomie, ihre Einsichten und ihre Geschichte zu rauben. Er rechnete mit der Möglichkeit, dass die Menschen anfangen, ihre Unterdrückung zu lieben und die Technologien anzubeten, die ihre Denkfähigkeit zunichte machen. Orwell fürchtete diejenigen, die Bücher verbieten. Huxley befürchtete, dass es eines Tages keinen Grund mehr geben könnte, Bücher zu verbieten, weil keiner mehr da ist, der Bücher lesen will. Orwell fürchtete jene, die uns Informationen vorenthalten. Huxley fürchtete jene, die uns mit Informationen so sehr überhäufen, dass wir uns vor ihnen nur in Passivität und Selbstspiegelung retten können. Orwell befürchtete, dass die Wahrheit vor uns verheimlicht werden könnte. Huxley befürchtete, dass die Wahrheit in einem Meer von Belanglosigkeiten untergehen könnte. Orwell fürchtete die Entstehung einer Trivialkultur, in deren Mittelpunkt Frühfilme, Hochi-Pochi, Zentrifugal-Brummball und dergleichen stehen. Wie Huxley in 30 Jahre danach oder Wiedersehen mit der schönen neuen Welt, Brave New World, Revisited, schreibt, haben die Verfechter der bürgerlichen Freiheiten und die Rationalisten, die stets auf dem Posten sind, wenn es gilt, sich der Tyrannei zu widersetzen, nicht berücksichtigt, dass das Verlangen des Menschen nach Zerstreuung fast grenzenlos ist. In 1984, so fügte Huxley hinzu, werden die Menschen kontrolliert, indem man ihnen Schmerz zufügt. In Schöne neue Welt werden sie dadurch kontrolliert, dass man ihnen Vergnügen zufügt. Kurz, Orwell befürchtete, das, was uns verhasst sei, werde uns zugrunde richten. Huxley befürchtete, dass das, was wir lieben, werde uns zugrunde richten. Dieses Buch handelt von der Möglichkeit, dass Huxley nicht Orwell recht hatte. Ich, Claudia Weid-Goldmann, sage 2017 dazu, er hier hat recht und Huxley auch. So, ich komme jetzt zum ersten Teil, nämlich dem ersten Kapitel. Da geht's los. Und lese euch das mal vor. Ich hoffe, ihr habt genauso viel
Denkmomente und Aha-Momente wie ich. Und ich finde es sehr aktuell, dieses Buch. Erstes Kapitel, das Medium, ist die Metapher. Zu verschiedenen Zeitpunkten unserer Geschichte waren ganz unterschiedliche Städte Sinnbilder des amerikanischen Geistes und seiner Ausstrahlungskraft. Im späten 18. Jahrhundert zum Beispiel war Boston Mittelpunkt eines politischen Radikalismus, der jenen Schluss auslöste, den die ganze Welt vernahm. Einen Schluss, der damals nur in der Umgebung Bostons und nirgendwo sonst fallen konnte. Und sein Echo machte alle Amerikaner, auch die Siedler von Virginia, im Herzen zu Bürger Bostons. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde New York zum Inbegriff der Idee von Schmelztiegel Amerika, zumindest was die nicht aus England kommenden Einwanderer anging. Ausgestoßene und Überzählige aus aller Herren Länder kamen auf Ellis Island an und verbreiteten ihre fremden Sprachen und ihre erst recht fremden Sitten im ganzen Land. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Chicago, die Stadt der breiten Schultern und der rauen Winde, zum Sinnbild Amerikas. Wenn irgendwo in Chicago das Denkmal eines Schweineschlechters steht, dann erinnert es an eine Zeit, in der Amerika aus Eisenbahnen, Rindern, Stahlwerken und Industrieabenteurern bestand. Wenn es dieses Denkmal nicht gibt, dann sollte man es errichten, so wie man dem Minuteman, dem in Minutenschnelle abrufbereiten Freiwilligen des Unabhängigkeitskrieges und mit ihm, dem Zeitalter Bostons, ein Denkmal gesetzt hat. Und das so, wie die Freiheitsstatue an das Zeitalter New Yorks erinnert. Halten wir heute nach einem Sinnbild für den Charakter und die Sehnsüchte unserer Nation Ausschau, so blicken wir nach Las Vegas, der Stadt in der Wüste von Nevada. Ihr Wahrzeichen ist die 10 Meter hohe Pappattrappe eines Spielautomaten und eines Chorus Girls. Denn Las Vegas hat sich ganz und gar der Idee der Unterhaltung verschrieben und verkörpert damit den Geist einer Kultur, in der der gesamte öffentliche Diskurs immer mehr die Form des Entertainments annimmt. Was für ein Satz. Ich wiederhole den gern nochmal. Las Vegas hat sich ganz und gar der Idee der Unterhaltung verschrieben und verkörpert damit den Geist einer Kultur, in der gesamte öffentliche Diskurs immer mehr die Form des Entertainments annimmt. Hat irgendwie was mit dem Leben, ne? Hier zu tun. Weitgehend ohne Protest und ohne dass die Öffentlichkeit auch nur Notiz davon genommen hätte, jetzt haben sich Politik, Religion, Nachrichten, Sport, Erziehungswesen und Wirtschaft in kongeniale Anhängsel des Showbusiness verwandelt. Wir sind im Zuge dieser Entwicklung zu einem Volk geworden, das im Begriffe ist, sich zu Tode zu amüsieren. Wohl wahr, wohl wahr. Während ich dies schreibe, werden die Vereinigten Staaten von einem ehemaligen Hollywood-Schauspieler regiert. Einer seiner wichtigsten Herausforderer bei den Präsidentschaftswahlen von 1984 war einer der Hauptdarsteller im glanzvollsten Fernsehspektakel der 60er Jahre. Mit anderen Worten, Astronaut. Und selbstverständlich hat man einen Film über seine extraterrestrischen Abenteuer gedreht. George McGovern hat sich als Gastgeber in der beliebten Fernsehsendung Saturday Night Live betätigt. Ein jüngerer Kandidat, Reverend Jesse Jackson, ebenso. Der frühere Präsident Richard Nixon, der behauptet hat, er habe einmal eine Wahl deshalb verloren, weil ihn die Make-up-Leute sabotierten, hat unterdessen Senator Edward Kennedy einen Tipp gegeben, wie er es anstellen müsse, wenn er sich ernsthaft um die Präsidentschaft bewerben wolle. 20 Pfund abnehmen. Obwohl in der Verfassung nichts davon steht, ist dicken Leuten der Zugang zu hohen politischen Ämtern heutzutage praktisch versperrt. Leute mit Glatze wahrscheinlich ebenfalls.
und mit ziemlicher Sicherheit auch all jenen, deren Aussehen durch Kosmetikkünste nicht beträchtlich geschönt wird. Vielleicht sind wir inzwischen tatsächlich an dem Punkt angelangt, wo nicht mehr die Programmatik, sondern die Kosmetik das Gebiet ist, auf dem sich der Politiker wirklich auskennen muss. Von mir eine kleine Anmerkung: Man könnte Kosmetik auch mit Chemieindustrie oder Pharmaindustrie oder Agrarindustrie austauschen. Also daher nochmal der Satz: Vielleicht sind wir inzwischen tatsächlich an dem Punkt angelangt, wo nicht mehr die Programmatik, sondern die Kosmetik das Gebiet ist, auf dem sich der Politiker wirklich auskennen muss. Wobei das natürlich auch immer noch hinkommt. Auch die amerikanischen Journalisten, genauer gesagt die Nachrichtensprecher im Fernsehen, haben erkannt, worauf es ankommt. Die meisten von ihnen verbringen mehr Zeit unter ihrem Föhn als über ihren Skripten, was dazu führt, dass sie die bestaussehenden Leute diesseits von Las Vegas sind, obwohl im Federal Communications Act nichts davon steht. Hat jemand ohne Kameraappeal keine Chance, das Publikum über die sogenannten Tagesnachrichten zu unterrichten. Wer dagegen Kameraappeal besitzt, kommt möglicherweise auf ein Jahreseinkommen von mehr als 1 Million Dollar. Und ich möchte betonen, dieses Buch ist schon älter. Längst haben amerikanische Geschäftsleute entdeckt, dass Qualität und Nützlichkeit ihrer Waren verglichen mit ihrer geschickten Präsentation geradezu nebensächlich und die von Adam Smith gepriesene und von Karl Marx verdammten Prinzipien des Kapitalismus zur Hälfte hinfällig sind. Selbst die Japaner, die angeblich bessere Autos bauen als die Amerikaner, wissen, dass die Ökonomie weniger eine Wissenschaft als eine darstellende Kunst ist. Der jährliche Werbeetat von Toyota bestätigt es. Vor kurzem sah ich Billy Graham zusammen mit Jackie Green, Red Buttons, Dionne Warwick, Milton Berle und anderen Theologen bei einem gemeinsamen Fernsehauftritt zu Ehren von George Burns, der sein 80-jähriges Überleben im Showbusiness feierte. Hochwürden Graham und Burns witzelten über die Vorbereitungen für die Reise ins Jenseits. Obwohl in der Bibel nichts davon steht, versicherte Reverend Graham den Zuschauern, Gott liebe jene, die andere zum Lachen bringen. Ein verzeihlicher Irrtum. Er hatte lediglich den lieben Gott mit NBC verwechselt. Die Psychologin Dr. Ruth Westheimer hatte eine beliebte Radiosendung und einen Nachtclub-Auftritt, bei denen sie ihr Publikum über den Sex in der unendlichen Mannigfaltigkeit seiner Formen informiert, und zwar in einer Sprache, die früher dem Schlafzimmer und der Straßenecke vorbehalten war. Ruth Westheimer ist fast so unterhaltsam wie Reverend Billy Graham und hat einmal gesagt: Ich will gar nicht unbedingt lustig wirken, aber wenn es so herauskommt, dann mache ich mir das zunutze. Wenn man mich als Entertainerin bezeichnet, sage ich, na wunderbar. Wenn ein Professor Sinn für Humor hat, kommen die Leute nachher aus seiner Vorlesung und haben etwas behalten. Sie sagte zwar nicht, was diese Leute behalten und wozu es gut sein soll, dass sie etwas behalten, aber sie hatte eines erkannt: Entertainer zu sein ist wunderbar. In Amerika ist nämlich Gott mit denen, die das Talent und das Format haben, andere zu amüsieren. Gleichgültig, ob sie das nun als Prediger, Sportler, Unternehmer, Politiker, Lehrer oder Journalisten tun. Die traurigsten Gestalten in Amerika sind seine professionellen Unterhalter. Professionellen. Kulturbeobachter und andere Pessimisten, also Leute, die Bücher wie diese hier lesen, wissen, dass die genannten Beispiele nicht an den Haaren herbeigezogen sind. Man begegnet ihnen auf Schritt und Tritt. Es besteht kein Mangel an Kritikern,
die den Zerfall des öffentlichen Diskurses in Amerika und seine Umwandlung in eine Sparte des Showbusiness wahrgenommen und zu Protokoll gegeben haben. Aber bisher hat, soweit ich sehe, kaum einer von Ihnen nach den Ursachen und nach der Bedeutung dieses Abstieges in die grenzenlose Trivialität gefragt. Diejenigen, die sich eingehender mit diesen Dingen beschäftigt haben, erklären uns, was sich da vor unseren Augen abspielt, seien die letzten Zuckungen eines ausgelaugten Kapitalismus. Oder, so die entgegengesetzte These, die fade Frucht des zur Reife gelangten Kapitalismus. Oder der Abgesang auf das Zeitalter Freuds. Oder die Vergeltung dafür, dass wir Gott haben sterben lassen. Oder sie sagen Habsucht und Ehrgeiz, die immer herhalten müssen, wenn andere Erklärungen versagen. Die seien an allem schuld. Und ich sage dazu, die lähmen diese Ausreden. Ich habe diese Erklärungen sorgfältig geprüft und ich will nicht behaupten, dass man von ihnen nichts lernen kann. Man darf die Anhänger von Marx, Freud, Levi-Strauss und selbst die Vertreter der Creation Science nicht leicht nehmen. Jedenfalls würde es mich sehr überraschen, wenn das, was ich hier zu sagen habe, der ganzen Wahrheit auch nur näher käme. Wir alle sind, wie Huxley einmal gesagt hat, Achtung, große Abkürzer. Niemand ist so klug, dass er die ganze Wahrheit herausfinden könnte. Und wer glaubt, sie gefunden zu haben, der hätte doch weder die Zeit, sie zu verkünden, noch das leichtgläubige Publikum, das sie einfach hinnimmt. Der Leser wird in diesem Buch jedoch keine Der Leser wird in diesem Buch jedoch eine Argumentation finden, die das Problem immerhin klarer erfasst als viele andere. Ihr Wert liegt in der Klarheit ihrer Perspektive, die auf Überlegungen zurückgeht, die vor 2300 Jahren Platon anstellte. Diese Argumentation konzentrierte sich auf die Formen des kommunikativen Austauschs, des Gespräches zwischen den Menschen. Sie geht davon aus, dass die Formen, an die wir uns bei diesem Austausch halten müssen, den denkbar stärksten Einfluss haben, welche Gedanken wir bequem zum Ausdruck bringen können. Und jene Gedanken, die sich bequem ausdrücken lassen, werden unweigerlich zum wesentlichen Inhalt einer Kultur. Wenn ich hier die Wörter Austausch oder Gespräch, also Konversation, verwende, dann denke ich nicht nur an die gesprochene Sprache, sondern an alle Techniken und Technologien, die es den Angehörigen einer bestimmten Kultur erlauben, Botschaften auszutauschen. In diesem Sinne ist die ganze Kultur ein großer Austausch. Oder, genauer gesagt, ein Komplex zahlreicher Austauschvorgänge, die in den verschiedensten symbolischen Modi vollzogen werden. Uns beschäftigt hier die Frage, wie die Formen des öffentlichen Diskurses regulieren, ja geradezu diktieren, welche Art die Inhalte sind, die in ihnen vermittelt werden können. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Die primitive Kommunikationstechnik der Rauchzeichen. Ich weiß zwar nicht genau, welche Inhalte die Indianer früher mit ihren Rauchzeichen übermittelt haben, aber ich bin mir sicher, dass philosophische Gedankengänge nicht dazu gehörten. Rauchwölkchen sind nicht so komplex, dass man mit ihren Gedanken über das Wesen des Daseins zum Ausdruck bringen könnte. Und selbst wenn sie es wären, würden dem Cherokee-Philosophen entweder das Holz oder die Decken ausgehen, bevor er auch nur zu seinem zweiten Axiom gelangt wäre. Mit Rauch kann man nicht philosophieren. Seine Form schließt diesen Inhalt aus.
Betrachten wir ein näherliegendes Beispiel. Heutzutage wäre es, wie gesagt, unvorstellbar, einen Mann wie unseren 27. Präsidenten, den 2,5 Zentner schweren William Howard Taft, mit seinem Doppelkinn als Präsidentschaftskandidaten aufzustellen. Die äußere Gestalt eines Menschen ist weitgehend irrelevant für die Gestalt seiner Ideen. Was ein schöner Satz. Solange sich dieser Mensch schreibend oder im Radio oder, wenn es denn sein soll, mittels Rauchzeichen an sein Publikum wendet. Anders im Fernsehen. Das Bild eines schwerfälligen 2,5 Zentner Mannes, auch eines Redenden, würde die Feinheiten jeder sprachlich vermittelten Argumentation alsbald erdrücken. Denn im Fernsehen wird der Diskurs weitestgehend mit visuellen Mitteln geführt. Oder anders gesagt, das Fernsehen liefert uns einen Austausch in Bildern und nicht in Worten. Das Auftauchen des Image-Managers in der politischen Arena und der damit einhergehende Niedergang des Redenschreibers zeugen davon, dass sich die Inhalte, die das Fernsehen fordert, von denen anderer Medien unterscheiden. Politische Ideen lassen sich im Fernsehen nicht erläutern. Seine Form arbeitet gegen den Inhalt. Hier noch ein drittes, komplexeres Beispiel. Die Informationen, den Inhalt oder, wenn man so will, den Stoff, aus dem die sogenannten Tagesnachrichten bestehen, gab es nicht und konnte es nicht geben in einer Welt, in der es die Medien nicht gab, die sie hätten vermitteln können. Ich will damit nicht sagen, dass sich nicht immer und überall auf der Welt Brände, Kriege, Morde und Liebesaffären ereignet hätten. Aber die Menschen konnten nicht an ihnen teilnehmen, konnten sie nicht, das ist ein sehr guter Zusatz, konnten sie nicht zu einem Teil ihres Alltages machen, solange die Technologie fehlte, die sie davon in Kenntnis setzte. Derartige Informationen, Achtung, gehörten nicht zum Inhalt von Kultur. Die Vorstellung, dass es einen Inhalt namens Tagesnachrichten gibt, hat erst der Telegraph geschaffen. Und die neueren Medien haben sie seither ausgeweitet. Erst der Telegraph machte es möglich, aus dem Zusammenhang gerissene Informationen in unvorstellbarer Geschwindigkeit über riesige Entfernungen zu transportieren. Die Tagesnachrichten sind ein Produkt unserer technischen Fantasie. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Medienereignis. Wir beschäftigen uns mit Bruchstücken von Ereignissen aus aller Welt, weil wir über eine Vielzahl von Medien verfügen, die sich ihrer Form nach zum Austausch bruchstückhafter Botschaften eignen. Kulturen ohne Lichtgeschwinde Medien, Kulturen etwa, in denen Rauchzeichen das effizienteste Mittel zur Überwindung von Entfernungen sind, kennen keine Tagesnachrichten. Das Neue vom Tage gibt es nicht ohne ein Medium, das seine Form schafft. Um es klar und deutlich zu machen, ich untersuche und ich beklage in diesem Buch die einschneidendste Veränderung, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts innerhalb der amerikanischen Kultur vollzogen hat. Den Niedergang des Buchdruckzeitalters und den Anbruch des Fernsehzeitalters. Dieser Umbruch hat zu einer dramatischen, unwiderruflichen Verschiebung im Inhalt und in der Bedeutung des öffentlichen Diskurses geführt. Denn zwei so unterschiedliche Medien können nicht die gleichen Ideen in sich aufnehmen, in dem Maße, wie der Einfluss des Buchdrucks schwindet, müssen sich die Inhalte der Politik, der Religion, der Bildung und anderer öffentlicher Bereiche verändern und in eine Form gebracht werden, die dem Fernsehen angemessen ist. Das alles mag dem Aphorismus Marshall McLuhan's
Das Medium ist die Botschaft, verdächtig ähnlich klingen. Und ich will diese gedankliche Verbindung auch gar nicht bestreiten, obwohl das unter achtbaren Wissenschaftlern Mode geworden ist, die heute gar nichts mehr zu sagen hätten, wenn sie nicht über McLuhan reden könnten. Ich habe McLuhan vor 30 Jahren kennengelernt. Damals war ich ein graduierter Student und er ein unbekannter Englischprofessor. Ich glaubte damals und ich glaube heute, dass er sich mit seinen Thesen in die Tradition Orwells und Huxleys stellte, mit anderen Worten, dass er als Prophet sprach. Und ich habe mich immer an seine Lehre gehalten, dass man den klarsten Einblick in eine Kultur gewinnt, indem man ihre Werkzeuge zum kommunikativen Austausch untersucht. Und ich möchte hinzufügen, dass mein Interesse für diesen Gesichtspunkt zuerst von einem Propheten geweckt wurde, der weit ehrfurchtgebietender als McLuhan und älter als Platon ist. Denn beim Studium der Bibel fand ich in jungen Jahren Hinweise auf die Vorstellung, dass bestimmte Formen von Medien ganz bestimmte Inhalte begünstigen und dadurch eine Kultur entscheidend zu prägen vermögen. Ich denke hier insbesondere an die 10 Gebote, deren zweites lautet: Du sollst dir kein Bildnis von irgendeinem Gleichnis machen, weder dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Wie viele vor mir habe ich mich damals gefragt, warum der Gott dieses Volkes Vorschriften erließ, wie Menschen ihre Erfahrungen symbolisch darstellen sollten und wie nicht. Als Teil eines ethischen Systems mutete ein solches Gebot merkwürdig an. Es sei denn, sein Urheber hatte, als er es aufstellte, den Zusammenhang zwischen den Formen menschlicher Kommunikation und der Eigenart einer Kultur im Sinn. Ein Volk, das sich die Vorstellung von einem abstrakten, universalen Gott zu eigen machen soll, wäre hierzu wohl nicht imstande, wenn es die Gewohnheit hätte, Bilder und Statuen anzufertigen oder seine Anschauungen in konkreten, ikonografischen Formen zu verkörpern. Der Gott der Juden sollte einzig im Wort und durch das Wort existieren. Ein bis dahin unbekanntes Ansinnen, das ein Höchstmaß an abstraktem Denken voraussetzte. Damit dieser neue Gott in die Kultur Eingang finden konnte, musste die Ikonografie zur Blasphemie erklärt werden. Uns, die wir heute im Begriff sind, eine wortbestimmte Kultur in eine bildbestimmte Kultur zu verwandeln, könnte die Besinnung auf dieses mosaische Gebot durchaus von Nutzen sein. Doch auch dann, wenn meine Mutmaßungen nicht zutreffen, darf man, wie ich meine, vernünftigerweise annehmen, dass die in einer Kultur verfügbaren Kommunikationsmedien einen beherrschenden Einfluss auf die Orientierung der intellektuellen und sozialen Bestrebungen innerhalb dieser Gesellschaften haben. Die Sprache ist natürlich der primäre, unentbehrliche Modus des kommunikativen Austauschs. Sie hat uns zu Menschen gemacht und lässt uns Menschen bleiben. Sie definiert geradezu, was Humanitas bedeutet. Das besagt nicht, dass es, wenn es andere Kommunikationsmittel nicht gäbe, allen Menschen gleichermaßen leicht fiele, über dieselben Dinge auf dieselbe Weise zu sprechen. Wir wissen, dass strukturelle Unterschiede zwischen den Sprachen zu Unterschieden in dem führen, was man als Weltanschauung bezeichnen könnte. Wie die Menschen über Zeit und Raum, über Gegenstände und Vorgänge denken, das ist deutlich von den grammatischen Eigenschaften ihrer individuellen Sprache abhängig. Deshalb können wir nicht davon ausgehen, dass wir alle die gleichen Vorstellungen über den Aufbau der Welt hegen. Um wie viel größer jedoch die Unterschiede zwischen den Welt-
Anschauungen verschiedener Kulturen sind, kann man ermessen, wenn man sich die Vielzahl und Vielfalt der Instrumente zum kommunikativen Austausch vor Auge führt, die nicht auf Wörter gestützt sind. Kultur ist zwar ein Produkt der Sprache, aber von jedem Kommunikationsmedium wird sie neu geschaffen, von der Malerei und den Hieroglyphen ebenso wie vom Alphabet oder vom Fernsehen. Wie die Sprache selbst, so begründet auch jedes neue Medium einen bestimmten unverwechselbaren Diskurs, in dem es dem Denken, dem individuellen Ausdruck, dem Empfindungsvermögen eine neue Form zur Verfügung stellt. Und eben dies meinte McLuhan mit seinem Satz: Das Medium ist die Botschaft. Sein Aphorismus bedarf jedoch einer Korrektur, denn so wie er dasteht, lädt er zu einer Verwechslung von Botschaft und Metapher ein. Eine Botschaft macht eine bestimmte, konkrete Aussage über die Welt. Die Formen unserer Medien und die Symbole, durch die sie einen Austausch ermöglichen, machen jedoch keine derartigen Aussagen. Eher gleichen sie Metaphern, die ebenso unaufdringlich wie machtvoll ihre spezifischen Realitätsdefinitionen stillschweigend durchsetzen. Ob wir die Welt durch das Objektiv der gesprochenen Sprache oder des gedruckten Wortes oder der Fernsehkamera wahrnehmen, unsere Medienmetaphern gliedern die Welt für uns, bringen sie in eine zeitliche Abfolge, vergrößern sie, verkleinern sie, färben sie ein und explizieren eine bestimmte Deutung der Beschaffenheit der Wirklichkeit. Ernst Cassirer bemerkte dazu: Die unberührte Wirklichkeit scheint in dem Maße, in dem das Symbol Denken und Handeln des Menschen reifer wird, sich ihm zu entziehen. Statt mit den Dingen selbst umzugehen, unterhält sich der Mensch in gewissem Sinne dauernd mit sich selbst. Er lebt so sehr in sprachlichen Formen, in Kunstwerken, in mythischen Symbolen oder religiösen Riten, dass er nichts erfahren oder erblicken kann, außer durch Zwischenschaltung dieser künstlichen Medien. Mein Einschub, Filterung, Manipulation. Merkwürdig ist freilich, dass man so selten zur Kenntnis nimmt, wie diese zwischengeschalteten Medien das regulieren, was wir sehen oder erfahren. Dazu sage ich nur, es gibt ja nur eine Pressestelle, nämlich die Reuters zum Beispiel. Und die filtert und die gibt ab an die verschiedenen Journalisten, Verlage, Zeitungen. Und die wiederum färben ja auch wieder ein. Das ist jetzt nur mal so ein kurzer Gedankengang dazu, zu diesem Satz, den Neil Postman hier dazu nochmal abgab. Also ich lese den letzten Satz dann nochmal vor, damit er nicht weg ist. Merkwürdig ist freilich, dass man so selten zur Kenntnis nimmt, wie diese zwischengeschalteten Medien das regulieren, was wir sehen oder erfahren. Wer sein Buch liest, wer vor dem Fernseher sitzt oder wer auf seine Armbanduhr schaut, der interessiert sich im Allgemeinen nicht dafür, wie diese Vorgänge sein Denken organisieren und kontrollieren und erst recht nicht dafür, welche Vorstellung von der Welt das Buch, der Fernseher oder die Uhr ihm nahelegen. Aber es gibt Menschen, die diese Dinge registriert haben, vor allem in unserer Zeit. Und einer der hellsichtigsten unter ihnen war Louis Mumford. Er gehörte nicht zu denen, die bloß deshalb auf die Uhr sehen, weil sie wissen wollen, wie spät es ist. Sehr viel mehr interessierte er sich dafür, wie die Uhr die Vorstellung von einem Moment und eine Abfolge von Momenten
hervorbringt. Er beschäftigt sich mit der Philosophie der Uhr, mit der Uhr als Metapher, ein Thema, über das unsere Wissenschaften bisher wenig zu sagen hatten und die Uhrmacher schon gar nichts. Die Uhr, so erklärt Mumford, ist ein Antriebsmechanismus, dessen Produkt Sekunden und Minuten sind. Die Uhr, die dieses Produkt erzeugt, löst die Zeit aus unserem Erlebniszusammenhang heraus und nährt damit den Glauben an eine unabhängige Welt mathematisch messbarer Sequenzen. Die Gliederung der Zeit in eine Abfolge von Momenten ist, wie sich herausstellt, nicht Gott oder Natur gegeben. Der Mensch selbst hat sie hervorgebracht, indem er sich mittels einer von ihm geschaffenen Maschine mit sich selbst unterhält. Dazu fällt mir gerade ein, es soll ja jetzt Wissenschaftler geben, die bewiesen haben durch mathematische Formeln, dass die Welt eben doch ein Hologramm ist, dass es da doch ja, alles, was hier eben ist, wir aus uns heraus schaffen und auch zu verändern haben. Ja, der Mensch eben, der zerstört oder eben Gutes schafft. Und das sieht man ja in dieser chaotischen Zeit heute sehr gut, dass das auch funktioniert in die eine oder andere Richtung im Moment. Für meine Begriffe jedenfalls zerstörerisch, was die Natur und damit die Naturkreisläufe und den Menschen an sich angehen. Also wir werden, wenn das so weitergeht, uns weiter vergiften, unsere Lebensgrundlagen vergiften, alles vergiften. Ja, wir sind es ja auch schon. Und von daher, ja, finde ich das mit der Uhr richtig, richtig klasse. Und ich sage mir auch, selbst das, was man berechnen kann, mathematisch, wissenschaftlich irgendwie als fundierten Nachweis dann in der Hand hält, nachlesen kann, nachrechnen kann, die Formeln auswendig lernen kann, zitieren kann, all das ist ja im Grunde genommen schon überholt, wenn der Nächste eine andere Formel oder Berechnung hat oder aber man dieses Ganze zwar wissenschaftlich und mathematisch als einzige Lösung findet, aber auf der anderen Seite im Grunde genommen, wenn dann etwas passiert, was dazu gar nicht passt, wieder von vorne anfangen muss. Also im Grunde genommen brauchen wir diese Erklärungen gar nicht, wenn man lebt, wenn man erlebt und wenn man seine Erlebnisse zusammenfasst und daraus seine Lehren zieht und daraus eben die Welt gestaltet. Das war jetzt nur mal so ein kleines bisschen Anstoß von mir und ich lese jetzt weiter. In seinem großen Buch Technics and Civilization hat Mumford dargestellt, wie uns die Uhr beginnend im 14. Jahrhundert zunächst zu pünktlichen Zeitmessern, dann zu Zeitsparern und heute schließlich zu Dienern der Zeit gemacht hat. Im Zuge dieser Entwicklung haben wir gelernt, der Sonne und den Jahreszeiten unseren Respekt zu entziehen, denn in einer Welt, die aus Sekunden und Minuten besteht, ist die Autorität der Natur abgeschafft. Mit der Erfindung der mechanischen Uhr, so kann Mumford zeigen, hörte die Ewigkeit auf, Maßstab und Fluchtpunkt menschliches Erlebens und Handels zu sein. Ups, das ist ja das, was ich gerade auch versuchte zu erklären. Finde ich schön, dass das jetzt hier gerade vorkommt. Ja, es mag manchen überraschen, aber das unerbittliche Ticken der Uhren hat vielleicht mehr zur Schwächung der Allmacht Gottes beigetragen, als sämtliche Traktate der Philosophen der Aufklärung. Die Uhr erzeugte eine neue Form des Austauschs zwischen den Menschen und Gott, wobei Gott offenbar der Verlierer blieb. Vielleicht hätte Moses ein weiteres Gebot erlassen sollen, du sollst dir keine mechanische Nachbildung der Zeit machen. Tja, die Sklaven der Technik. Oder sagen wir, die Sucht der Technik. Ja. Dass das Alphabet eine neue Form des Austausches zwischen den Menschen begründet hat,
ist für heutige Gelehrte eine Binsenweisheit. Aber die eigenen Äußerungen sehen zu können, statt sie nur zu hören, ist keine Kleinigkeit, wenngleich unsere Wissenschaft auch hierüber bislang wenig zu sagen hatten. Dennoch liegt es auf der Hand, dass das phonetische Schreiben eine neue Konzeption von Wissen ebenso wie neue Vorstellungen von Intelligenz, von Publikum und Nachwelt hervorgebracht hat, was auf einer früheren Stufe der Textentwicklung schon Platon erkannt hatte. Kein Verständiger, heißt es in seinem 7. Brief, wird es wagen, seine Gedanken in Sprache niederzulegen und noch dazu in unwandelbarer Weise, was bei dem schriftlich Abgefassten der Fall ist. Ungeachtet dessen schrieb er sehr viel und wusste besser als jeder andere, dass die Fixierung von Gedanken mit Schriftzeichen der Anfang der Philosophie war und nicht ihr Ende. Ohne Kritik kann es Philosophie nicht geben, und die Schrift macht es leicht, Gedanken einer beharrlichen, konzentrierten Prüfung zu unterziehen. Die Schrift lässt das gesprochene Wort erstarren und ruft damit den Grammatiker, den Logiker, den Rhetoriker, den Historiker, den Wissenschaftler auf den Plan. All jene, die sich die Sprache vor Augen führen müssen, um zu erkennen, was sie bedeutet, wo sie irrt und wohin sie führt. Platon wusste dies alles. Er wusste, dass das Schreiben die Wahrnehmung umwälzen würde. Das Auge übernahm das Organ der Sprachverarbeitung, die Rolle des Ohrs. Um diesen Wandel zu fördern, soll Platon einer Legende zufolge darauf bestanden haben, dass seine Schüler vor dem Eintritt in seine Akademie Geometrie studierten. Ob die Legende zutrifft oder nicht, der Gedanke ist vernünftig, denn das geschriebene Wort, wie Northrop Frye gesagt hat, sehr viel mehr als eine bloße Gedächtnisstütze. Es erschafft die Vergangenheit in der Gegenwart und gibt uns nicht den vertrauten Gegenstand, an den wir uns erinnern, sondern die funkelnde Intensität einer heraufbeschworenen Halluzination. Da ist es wieder mein Gedanke. Was Platon über die Konsequenzen der Einführung des Schreibens mutmaß, wird von Anthropologen heutzutage gut verstanden, vor allem von denen, die sich mit Kulturen beschäftigt haben, in denen die gesprochene Sprache die einzige Form eines komplexen kommunikativen Austauschs ist. Anthropologen wissen, dass das geschriebene Wort, so wie es auch Frye andeutet, nicht bloß das Echo einer sprechenden Stimme ist. Es ist eine ganz und gar andere Stimme. Das faszinierende Kunststück eines Geisterbeschwörers. So muss es denen erschienen sein, die es erfunden haben, und deshalb braucht es uns nicht zu überraschen, dass der ägyptische Gott Tod, der dem König Tammuz die Schrift gebracht haben soll, auch der Gott der Magie war. Für uns hat das Schreiben vielleicht nichts Wunderbares mehr an sich, doch die Anthropologen wissen, wie fremdartig und magisch es auf ein rein mündlich interagierendes Volk wirkt. Ein Austausch mit niemandem und zugleich mit jedem. Was ist merkwürdiger als das Schweigen, auf das man stößt, wenn man eine Frage an einen Text richtet? Gibt es etwas Rätselhafteres, als sich an ein unsichtbares Publikum zu wenden, wie es jeder tun muss, der ein Buch schreibt? Oder sich selbst zu korrigieren, weil man erkennt, dass ein unbekannter Leser etwas missbilligen oder missverstehen würde? Das alles führe ich an, weil mein Buch davon handelt, wie unser eigener Stamm einen tiefgreifenden, gefahrvollen Wandel von der Magie des Schreibens hin zur Magie der Elektronik durchläuft. Ich möchte zeigen, dass sich mit der Einführung einer neuen Technik, etwa des Schreibens oder der Uhr, in einer Gesellschaft nicht nur die Fähigkeit der Menschen,
die Zeit festzuhalten, erweitert, dass sich mit ihr vielmehr auch ihre Denkweise und natürlich der Inhalt ihrer Kultur umformt. Das meine ich, wenn ich das Medium als Metapher bezeichne. In der Schule lernen wir ganz richtig, dass die Metapher eine Vorstellung von einem Ding vermittelt, indem sie es mit etwas anderem vergleicht. Und durch die Kraft ihrer Anschaulichkeit prägt sie uns diese Vorstellung so fest ein, dass wir uns das eine ohne das andere nicht mehr vorstellen können. Das Licht ist eine Welle, die Sprache ein Baum, Gott ein weiser, ehrwürdiger Mann, der Geist eine dunkle, vom Wissen erhellte Höhle. Und wenn diese Metapher nicht mehr taugen, dann müssen wir notwendigerweise andere, tauglichere finden. Das Licht besteht aus Teilchen. Die Sprache ist ein Fluss. Gott eine Differentialgleichung, wie Bertrand Russell behauptet hat. Der Geist ein Garten, der bestellt sein will. Aber unsere Medienmetaphern sind nicht so explizit und anschaulich wie diese und sie sind weitaus komplexer. Wollen wir ihre metaphorischen Funktionen verstehen, so müssen wir die symbolische Form der von ihnen vermittelten Informationen ebenso berücksichtigen wie die Herkunft dieser Informationen, ihre Menge, die Geschwindigkeit, mit der sie übermittelt werden und den Kontext, in dem sie aufgenommen werden. Man muss also graben, wenn man begreifen will, wie beispielsweise die Uhr aus der Zeit eine vom Menschen unabhängige, mathematisch präzise Abfolge macht, wie das Schreiben aus dem Geist eine Tafel macht, auf der Erfahrung eingetragen werden, wie der Telegraph aus der Nachricht eine Ware macht. Aber diese Grabungsarbeiten werden leichter, wenn wir uns klar machen, dass jedem Werkzeug, das wir erzeugen, eine Idee innewohnt, die über eine unmittelbare Funktion hinausweist. So hat man gezeigt, dass die Erfindung der Brille im 12. Jahrhundert nicht nur die Möglichkeit schuf, schwache Augen neue Sehkraft zu verleihen, sondern zugleich die Vorstellung weckte, der Mensch brauche die natürliche Ausstattung seines Körpers oder dessen altersbedingten Verfall nicht mehr als endgültig hinzunehmen. Die Brille widerlegte die Auffassung, Anatomie sei Schicksal, indem sie die Idee entzündete, unser Körper und unser Geist seien verbesserungsfähig. Man übertreibt wohl nicht, wenn man behauptet, dass ein Zusammenhang zwischen der Erfindung der Brille im 12. Jahrhundert und der Genforschung des 20. Jahrhunderts gibt. Hört, hört. Kluger Satz. Selbst das Mikroskop, eigentlich kein Instrument für den Alltagsgebrauch, schließt eine einigermaßen überraschende Idee in sich. Sie betrifft nicht unser biologisches, sondern unser physiologisches Wissen. Indem das Mikroskop eine dem Blick bislang verborgene Welt enthüllte, schuf es die Voraussetzung für die Entfaltung neuer Vorstellungen über die mögliche Struktur von Geist und Psyche. Wenn die Dinge nicht sind, was sie zu sein scheinen, wenn sich Mikroben auf und unter der Haut versteckt halten, wenn das Unsichtbare über das Sichtbare regiert, ist es dann nicht auch möglich, dass irgendwo in uns ein Es, ein Ich und ein Über-Ich versteckt sind? Was ist die Psychoanalyse anderes als die Mikroskopie der Seele? Woher stammen unsere Begriffe von Geist und Seele, wenn nicht aus den Metaphern, die wir mit unseren Werkzeugen hervorgebracht haben? Was bedeutet es, von jemandem zu sagen, er habe einen IQ von 126? In den Gehirnen der Menschen gibt es keine Zahlen. Intelligenz besitzt keine Quantität und keine Ausdehnung, es sei denn, wir glauben, es verhält sich so. Und
Warum glauben wir dies? Weil unser Denkwerkzeug die unausgesprochene Idee innewohnt, dass der Geist so beschaffen sei. Diese Denkwerkzeuge begründen auch bestimmte Vorstellungen von der Beschaffenheit unseres Körpers. Etwa, wenn eine Frau auf ihre biologische Uhr verweist oder wenn wir von einem genetischen Code sprechen, wenn wir im Gesicht eines anderen wie in einem Buch lesen oder wenn unser Gesichtsausdruck anderen unsere Absichten signalisiert. Als Galilei erklärte, die Sprache der Natur sei die Mathematik, meinte er das metaphorisch. Die Natur selbst spricht nicht. Auch unser Geist spricht nicht. Ebenso wenig unser Körper oder, näher am Thema dieses Buches, der Staatskörper. Wenn wir uns über die Natur und über uns selbst austauschen, dann tun wir dies in allen möglichen Sprachen, deren Verwendung uns möglich ist und praktisch erscheint. Wir sehen die Natur, die Intelligenz, die menschliche Motivation oder die Ideologie nicht so, wie sie sind, sondern so, wie unsere Sprache sie uns sehen lassen. Unsere Sprachen sind unsere Medien. Unsere Medien sind unsere Metaphern. Unsere Metaphern schaffen den Inhalt unserer Kultur. Oh, tja, ich fand das erste Kapitel schon Wahnsinn. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr weiterlesen möchtet, es ist ein altes Buch. Echt klasse, abgefahren, in die heutige Zeit passend, als würde er es über den Zustand der jetzigen chaotischen, rechthaberischen, besserwisserischen, merkwürdig künstlichen, überextreme, sich definierenden Welt. Ja, als wenn er dabei ist und dieses Ganze sich anguckt und in dem Moment, wo wir das jetzt gerade hier hören, schreibt. Ich bin fasziniert von ihm und ja, wie gesagt, ich habe noch mehrere Bücher von ihm, die genauso faszinierend sind. Auch das Buch über die Technologien, die uns ja beherrschen. Mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein des Buches, aber das ist auch ein ganz fantastisches Buch, was ich zusammen parallel mit Brecht lese. Also irre. Ja, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich habe zwar ein paar Fehler nicht richtig gelesen. Es wird so dunkel, wie ihr seht. Und meine Augen sind durch die Pestizide ja auch nicht mehr die besten. Deswegen möchte ich euch sagen, es ist lieb von euch, dass ihr dabei wart. Und bye bye, bis demnächst mal wieder. Lange her, dass ich da war. Aber mich gibt's noch. Ciao.